Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge von unserem Lotus-Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute mal auf der Karte Fictaminga unterwegs mal wieder und wollen uns mal hier das neue Update anschauen. Hauptaugenmerk liegt hier wohl auf der KI. Dementsprechend können wir mal hier ein bisschen gespannt sein, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin aber nicht allein unterwegs, wir haben ein paar Kollegen, deswegen, ihr seht schon hier im GT6N, hier ist der Phasus drin. Hallo. Der Hobby ist da. Hallo. Wir haben den Willi da. Hi. Und irgendwo in der Walachei steht auch noch der Jannis, der fährt hier für die IVB. Der wollte hier mal gerne mal dabei sein, ist allerdings hier nicht im Teamspeak dabei. Ja, also falls wir hier einen Kollegen sehen, der hier uns entgegenkommt, wisst ihr Bescheid. Das handelt sich denn um den Jannis, weil wir haben nämlich keine Namensblendung an. Deswegen kennt ihr das ja sowieso nicht. Ja, dementsprechend, wir sind heute mit dem KT4D unterwegs. Und ich würde sagen, nicht lange quatschen, wir legen los. Dementsprechend können wir uns mal die Karte ein bisschen angucken, weil ich habe sie relativ groß in Erinnerung. Meiner Meinung nach. Ja. Man fährt schon ein Stückchen. Deswegen, fahr vor. Das funktioniert hier eh nicht, so wie es aussieht, ne? Nee. Ist noch außer Betrieb. So. Muss mal ganz kurz mal anhalten. Weil Lotus ist immer noch extremst laut hier. Gibt's hier schon eine Haltestelle? Ja, gab's, ne? Heißt Westfriedhof. So. Aber ist schon cool. Also es belebt halt wirklich unglaublich die Karte, ja. Also meine letzte Mal sind wir die ja ohne KI-Fahrzeuge gefahren hier, ne? Fictaminga. Ist schon krass, wie das auf jeden Fall wieder so wirkt, ja. Wenn jetzt hier noch Menschen rumlaufen oder sowas, weißt du Bescheid, sind wir auf dem richtigen Weg. Mal schauen, wie lange das Ganze dauert. Jetzt aktuell sind sie ja irgendwie im Urlaub, habt ihr jetzt alle gesagt, ne? Ja, für die meisten in Urlaub. Haben sie sich ja auch mal verdient. Ja. Kannst ja nicht rund um die Uhr arbeiten. Nein. Ja, die meisten Mitbauer sind jetzt ins Sommerhause gegangen. Also wir. Da kommt der Kollege Janis vorbeigefahren. Man beachte mal die sehr gut funktionierenden Ampelanlagen. Ja. Dann kenne ich den Ampelhersteller. So, ich muss leider noch mal kurz raustappen. Denn ich glaube, dass Lotus einfach viel zu laut ist. Ja, so. Also der, wo die Ampelschaltungen macht, alias Tim, der macht die sehr genau. Du genau. Ja, das war schon sehr faszinierend, wie die Ampelschaltung gemacht wird, sehr genau. Lebendiger, finde ich ja. Ja, ne, hat schon was. Ja, also Karten ohne KI so trocken, finde ich da zu tun. Das ist ein gutes Wort. Ist so trocken. Ja. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, es ist halt auch so, ne? Man merkt halt wirklich einen Unterschied. Wie gesagt, wenn jetzt hier. Schwanseestraße.
Wenn jetzt hier, wie gesagt, noch die Fahrgäste wirklich einsteigen, sich hier bewegen, halt. Also ich finde ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also mein nächster Wunsch auf jeden Fall, so Richtung Lotus, das wäre auf jeden Fall, ich brauche jetzt nicht, dass hier jetzt hier irgendwelche Menschen jetzt hier so auf dem Gehweg langlaufen. Zumindest schon mal hier, dass du Leute hier zumindest schon mal an den Haltestellen hast. Die können auch nur stehen, verstehst du? Wenn du dann da stehst und den Tür aufmachst, dass sich vielleicht ein bisschen bewegen oder dass sie einfach reinspawnen in den Zug oder so, ne? Das würde mir ja schon vollkommen ausreichen, ne? Damit du so halt dieses Gefühl hast. Ja, stimmt. Ne, dass Menschen unterwegs sind. Ja, das ist, glaube ich, das ist der größte, auch ein Highlight, wenn es soweit wäre. Nochmal ein Wow-Effekt. Aber schön halt einfach damit mal zu sehen, ne, wo, ja, wie sich Lotus halt entwickelt hat, denn halt, ne? Ja, es ist ein. Also Lotus selber ist ein super Spiel. Die Entwicklung ist zwar ein bisschen langsam, aber sonst alles ganz in Ordnung. Muss geradeaus hier, ja? Ja. Woanders geht's ja nicht lang. Ja, die Weiche auf der Stadtbahnstrecke ist noch verriegelt. Also noch nicht woanders hin. Als ein Lotus so weitermacht, geht sie ja schon einen richtigen Weg. In dem auch ein bisschen die Performance runtergesprochen ist. Das ist eigentlich ein sehr gutes Simulationsspiel, ne? Allein die Straßenbahnen sind sehr gut geworden in Lotus. Ja, na klar kann man immer auf Lotus schimpfen, aber muss das sein. Man kann viele schlechte über Lotus sagen, okay, aber man kann auch sehr viele gute über Lotus sagen, das soll man auch nicht vergessen. Ist aber hübsch geworden, die Karte, ja? Ich meine, ich weiß ja nicht, wann wir sie jetzt das letzte Mal gefahren sind, das ist schon ein bisschen her tatsächlich. Schon ein paar Monate her, ja. Da war KI, da haben wir die einen Abschnitt getestet. Dann musste man noch rangieren beim Wenden. Ne? Ja, letztes Mal sind wir 19. Ja, ja, daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich erinnern, ja. Da sind wir ja alle rangiert. Sind wir alle diesen, gerade wissen, diesen Y-Teil. Diesen. So, und danach ist halt viel passiert, bis diesen. Die Dreieckswende am Passiv. Ja, genau, Dreieckswende. So, Tür da auf. Ja, also die Strecke ist schon größer geworden als letzte Mal, nochmal auch zu sagen. Dass halt jeden Update zwar größer wird, finde ich, ja. Ne, ist halt zum Beispiel auch so die Sache, ne? Man könnte ja dann halt wirklich mal, weil als einzige Alternative so für irgendwelche, ich sag mal, Multiplayer-Fahrten hat es ja nicht wirklich viele Alternativen, ja? Weil es gab ja kaum Karten, außer hier Koblenz. Hat es halt nicht wirklich viele Alternativen. Und halt die Karte von Willi, ja, aber ich finde halt Willis Karte, die nimmt schon wieder so Dimensionen an, da siehst du die anderen Spieler gar nicht mehr, weil die schon so groß ist. Ja. Also da müsstest du schon auf einer Linie fahren, damit du mal jemand entgegenfährst oder sowas. Ja, das stimmt. Naja, ich hatte mal Update von uns, Lotus. Gibt es jetzt viele mehr Multiplayer-Karte? So, hier links kommt jetzt die Abstellanlage, wo wir letztes Mal gestartet sind. Ah ja. Da ist ja eigentlich einmal ja links abbiegen. Ah ne, bloß Schranke zu fahren. Das haben wir noch nicht gesehen. Eine Strecke mit Schranke gibt es auch nirgendwo. Ja, das neue hinzugekommen am Prinz-Eugen-Park. Ja, habe ich gerade gesehen, wo ich gerade an der Schranke stand. Naja, ja. Neu, also hier auf der Karte vielleicht neu. Das erste Mal gesehen habe ich das auf der anderen Karte. Ich frage mich jetzt nicht mal nach dem Namen, wie die hieß. Wo ich doch da auf den Knopf drücken muss, bis die Schranke dann aufgegangen ist. Ach so. Ja, hier funktioniert das mit Anforderungen. Cool. Das war schon cool, ja. Und das meine ich halt. Ja, die Leute werden immer pfiffiger tatsächlich, ja. Die lassen sich immer mehr einfallen. Liegt natürlich aber auch daran, ne, dass Lotus jetzt halt ein bisschen mehr bietet halt mit den ganzen Scripts und sowas. Aber auch die Leute, die das Ganze scripten, ja, die das Ganze dann halt praktisch umsetzen, ja, die werden halt auch immer raffinierter. Auch kreativer. So. Gut, dass die Leute langsam mal wach werden, Lotus und da viel machen. Naja, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das teilweise echt ruhig finde. Also es ist sehr, sehr ruhig geworden, so rund um Lotus, so neue Karten oder sowas. Ja, ist gut. Ja, mit Agnes Bernauer Platz ist ein kleiner Verkehrsstau. Ja, das stimmt schon, weil. Hat irgendwas wieder nicht mit der Ampelanlage,
der Anforderung beim Straßenverzug. Ja. Na gut, wenn man so sieht, am Anfang, wo es rauskam, gefühlt täglich eine neue Karte raus. Deswegen, ja, ja, ja. Ja, weil sie halt alle gebaut haben, ne? Ja, jeder wollte eine Karte mal bauen, seine Karte bauen, dann kam halt gefühlt jede. Aber zu 90% war halt nur Gleise oder alles, war auch dann wieder zu langweilig, zu trocken. Zu trocken. Hashtag. Hashtag zu trocken. Ja. Ist geil. Oh, wer kommt uns da entgegen? Müsste, ist doch bestimmt Janis, ne? Mit, das ist Janis. Mit seinem passenden Repaint. Ich bin in der Schleife angekommen, der neue. Ja, neue gerade. So. Ja, also. Was natürlich auch cool ist, dank dem letzten großen Update, welches ja jetzt noch gekommen ist, bevor sie ja alle in die Sommerpause gegangen sind, ist ja nur möglich, ja, dass ja wirklich jede Karte mittlerweile Multiplayer-tauglich ist. Ja? Also du kannst sie jetzt halt umwandeln. Das finde ich einen richtig geilen Schritt, den Lotus hier gegangen ist. Ja, da habe ich. Ich erinnere mich aber noch, anfangs hat man das komplett dementiert. Das wollte man am Anfang nicht. Bin ich der Meinung, ja, weil es kam ja öfter mal so im Gespräch, ob man die Karte nicht eventuell Multiplayer-tauglich machen kann. Und da kamen sie immer an, so nein und ja, wegen hier und da. Und jetzt haben sie doch das Update. Mich würde interessieren, warum? Ja, wahrscheinlich eine große Nachfrage, schätze ich mal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich, warum sie ihre Meinung geändert haben. Aber das ist ja nun schon ein sehr großer Schritt, den Lotus hier gegangen ist. Ne? Ja, dass du jetzt halt zum Beispiel auch ohne DEM, die haben damals so gepocht auf diesen, ihr müsst mit DEM bauen, damit die Karte Multiplayer-tauglich ist. Und jetzt sind halt auch Karten Multiplayer-tauglich, die nicht mit DEM gebaut sind. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, ist es der wichtige Schritt, um halt maximalen Spielspaß in Lotus zu bringen. Dass halt jeder seine Karte multiplayer-fähig machen kann. Das wollte ich nämlich sagen. Das ist das gefühlt, habe ich so das, also bin ich der Meinung, dass es der erste richtige große Schritt ist, wo Lotus mal auf die Community zugeht. Klar, sie bringen halt immer hier KI-Fahrzeuge und hier und da, aber das steht ja halt irgendwie alles drin, ja, dass das ja irgendwie alles irgendwann mal funktioniert. Ja, dass es halt alles enthalten ist. Aber, wie gesagt, man hat sich ja hingestellt, am Anfang gesagt, so Multiplayer-Karten, wenn ihr sie haben wollt, muss mit DEM und hier und da. Und jetzt auf einmal geht das. Ja. Also ein richtiger großer Schritt an die Community jetzt. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Ja, sie mussten halt dann. Ja, wahrscheinlich war das auch im Hintergrund, weil ich angefragt habe, weil der ja die Berlin Map neu gebaut habe. Und ich ja meine alte Map immer noch in Steam verfügbar ist. Und ich danach gefragt habe, wie das aussieht. Zwecks kracher Erweiterung. Hm. Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich habe an der Ecke angefangen und bin jetzt, wurde ja bis Betriebshof Lichtenberg da unten gekommen, die Ecke. Und ich weiß nicht noch, wie weit ich da komme, Richtung Marzahn. Ja. Und wenn ich jetzt vergleiche, meine alte Karte, die habe ich jetzt versucht, mal spaßenshalber auf Multiplayer umzuwandeln. Kriegt eine Meldung, ich brauche 382 Kacheln. Das ist richtig, ja. Um die Multiplayer tauglich zu machen. Meine alte Karte. Die M6. Musste ich ja auch machen mit Straßenbahn Forsthausen. Da musste ich ja auch meine reservierten Kacheln nehmen, musste sie löschen, damit ich Straßenbahn Forsthausen halt auf Multiplayer kriege. Ja. Damit ist wahrscheinlich irgendwo bei dem Aufwand aufgeflackert, bei Johnny und Marcel. Okay, sagt er, dass man das doch anders lösen muss, dass die Leute ihre Kacheln weiter reservieren können. Ja. Na, was ich jetzt spannender finde, diese ganze Thematik, ich meine, das mit den Kacheln reservieren, gut, das sehe ich irgendwo ein, dass man das der ganze, das gibt ja hier dieses Lotus Global oder sowas, wie nennen die das? Lotus Erde? Planet Lotus, genau. Da haben sie sich ja hingestellt und mit den Kacheln, die man da reservieren muss. Da finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Karte Straßenbahn Forsthausen ist jetzt eine fiktive Karte und hast nicht gesehen, ja, ohne DEM, dann müsste man doch dafür eigentlich keine Kacheln reservieren, oder? Weil die existiert doch eigentlich nirgendwo so
irgendwo, klar, irgendwo ist sie auf dem Server, ne? Das so, weil du musst ja die Daten da irgendwie ja hochladen. Ja. Aber ich finde, da müsste man jetzt keine Kacheln für reservieren. Finde ich persönlich. Ja. Aber das ist jetzt so wirklich, so meckern jetzt so auf wirklich allerhöchstem Niveau. Man muss wirklich sagen, ich finde diesen Schritt großartig, den Lotus hier gegangen ist, ja, um zu sagen, so passt auf, alle Karten sind jetzt ab sofort Multiplayer tauglich. Ihr könnt jetzt alle, wenn ihr wollt, eure Karten jetzt in den Multiplayer ballern. Das ist eine relativ geile Sache. Ja. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, kurze Orientierung, jetzt sind wir am Heidenau-Platz. Das ist eigentlich einer der größten Punkte an der Karte. Wenn nicht sogar der größte Punkt. Oh. Stegener Weg. Heidenau-Platz, ne? Werden sich später viele Linien treffen. Ja. Ich vergesse immer die Haltestellen immer weiter zu drücken. Ja, und weil ich auch gut finde, dass jetzt mehrere Karten reservieren kann. Also wenn einer dir das schon weggeschnappt hast, kannst du trotzdem noch machen. Stimmt. Das kam nämlich auch noch dazu. Wir hatten ja schon oft darüber mal Berichte gehabt. Ja, man hat ja schon immer so ein bisschen so Bock drauf zu bauen und zu basteln in Lotus. So, und jedes Mal, wenn du eine Strecke haben willst, ja, das sind dann meistens immer die Strecken weg, die du bauen möchtest. Super lästig, super ärgerlich. Das geht jetzt nämlich auch. Ihr könnt jetzt auch einfach eure Lieblingsstrecke, die ihr habt, ja, die schon bereits bebaut ist, also die schon existiert, könnt ihr euch auch jetzt reservieren. Ja, also auch hier geht man auch wieder einen Schritt weiter und sagt so, es kann nicht nur einer dran bauen, ja, sondern die Karte kann es 3-4-mal existieren. Also auch da hat man am Anfang gesagt, nein, es darf wirklich nur einer bauen, ja, an in diesem Kachelbereich oder sowas. Und jetzt ist das auch wieder komplett anders. Ja, das fand ich auch gut, dass ich jetzt abgeschaut habe. Oder wenn du weil meistens hast du einen Stammtunnel oder eine Stammlinie, Schrecke, wo mehrere Linien fahren und einer dir eine Linie weggenommen hat, dann kann die andere Linie ja nicht mehr weiterfahren, weil da schon einer die Linie weggeklaut hat. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt mehrere jetzt in einem Stadtteil arbeiten, meinst du jetzt an Karten? Ja. Naja, meinetwegen, ein gutes Beispiel ist, sagen wir jetzt einfach mal S-Bahn in Berlin. Wenn du die Stammstrecke, die Stadtbahn, da hast du ja die 3, die 5, die 7 und die 9. Und wenn jetzt zwei Leute verschiedene Linien bauen will, klar, dann kann man sich abstimmen, aber zur Not kann jetzt halt auch jeder seine Strecke komplett alleine. Ja. Wenn einer nur eine Linie bauen möchte, dann würde die andere Linie bauen, könnte er damals die nicht bauen, weil die Strecke schon weggenommen worden ist. Also konntest du nicht die komplette Linie fertig bauen, das war auch sehr nervig. Also alles im All muss man wirklich sagen, schon starkes Stück. Ja, das finde ich auch, dass es der richtige Schritt war und die Komödie mal behalten. Das Witzige ist, dass ich der Meinung bin, wir nähern uns an Omsi ran. Um das mal ein bisschen so zu formulieren, weil es ging ja auch so in Omsi. Ne? Wenn jetzt genau nur noch jetzt hier das bei den Rechten jetzt wegfällt, was halt auch ein bisschen leicht für Unmut wieder aufgestoßen hat am Anfang, wo das Update ja rauskam, konnte der Phase zum Beispiel die alte Waldbahn nicht Multiplayer-tauglich machen. Ne, das muss tatsächlich ich noch machen, weil ich irgendwie noch irgendwo eingetragen bin in den Grundrechten, ja, dass auch wirklich nur ich das machen konnte. Das ist natürlich ärgerlich, wenn jetzt du jetzt halt mit jemandem eine Karte gebaut hast und der andere hat keinen Bock mehr oder sowas, ja, der meldet sich nicht, kannst du die Karte nie online bringen. Ja, die müssen noch das Team noch verbinden. Ist das jetzt der stinkende Weg? Ja, stand stinkender Weg. Ja, und jetzt kommt die Schellingstraße als nächstes. Wenn ich noch das Team noch ordentlich hinkriegen, dass wenn zwei eine Karte bauen, dass man nicht hin und her schicken muss. So, du kannst die im Team rausholen, bauen, abfällen, dann kannst du. Was bimmelst du denn so? Ich? Ah, ich hab schon wieder einen Bimmelbug hier drin. Ah ne, jetzt ist weg. Ja, weil ich nochmal gebimmelt habe. Das ist noch leider ein Bug, der. Ich habe gesagt extra, Leute, ein Bimmelbug, ja? Nichts anderes. Ja. Ich werde es extra jetzt nicht nochmal wiederholen, ja? Nee, also wie gesagt, auf jeden Fall muss man wirklich Respekt aussprechen an Lotus, ja, für diesen großen Schritt, den sie hier gegangen sind, obwohl es am Anfang noch alles anders hieß.
Muss man mal sagen, also das war ein wichtiger Schritt. Meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt, um jetzt halt vielleicht nochmal die Motivation nochmal neu aufflammen zu lassen, vielleicht doch noch jetzt eine Karte zu bauen. Oder vielleicht habt ihr ja noch eure Karte, die irgendwo noch im Schrank jetzt verschimmelt oder sowas. Ja. Die könnt ihr jetzt wieder rausholen und könnt die jetzt dementsprechend jetzt im Multiplayer tauglich machen. Ja, also, und jetzt noch die Kachelbegrenzung noch abschaffen, das ist Bombe. Zum Beispiel die Karte, ich erinnere mich sehr gut, das war eine der Highlights damals gewesen, zum nicht zum Release von Lotus, aber die ersten Multiplayer, also die ersten Lotus Workshop-Karten, die hier kamen, Klein Neustadt. Wenn jetzt Klein Neustadt jetzt so noch Multiplayer hätte, das wäre natürlich geil. Ja, die meisten. Das war eine großartige Karte. Ja, die meisten Mapbau von damals haben die meisten Karten aufgehängt, kein Bock bei der Jahrhundert. Ja, ja. Schon schade eigentlich. Den ist woanders. So. Ich würde sagen, weil es hier auf der Karte so vorgesehen ist, fahren wir ab Schwabing Nord noch den durchgebundenen 21er. Das ist eine relativ kurze Linie. Ja. Ich kann ja nicht mehr fahren. Wieso nicht? Nö, der reagiert ja nicht. Ich stehe von der Ampel und der steht. Na, fahr rüber. Okay. Ich mach mal den Sollwerkgeber nach vorne, der reagiert nicht mehr. Ich weiß warum. Du hast bestimmt keine Oberleitung, kann das sein? In der Tat. In der Tat. In der Tat, du hast keine Spannung. Ja, ab hier. Es gibt ein Stück, da hast du keine Oberleitung. Und wenn du natürlich in den Optionen eingestellt hast, dass du halt mit realer Spannung fährst, stehst du natürlich ohne Strom da. Ist ein bisschen blöd. Ach ja, ihr kleinen Bullschank. Geil. Geil. Ja, jetzt entweder ein Neuspawn nochmal oder. Ja, so, einmal umschildern 2102. Ja, warte. Der Ersatzverkehr wurde eingerichtet bei Vini. Ja, super. So, Linie 021, sagst du? Wir sind bei Finkerminder. Ja, sorry, aber ich muss das machen, wie was. Nach Max-Weber-Platz? Genau, Max-Weber-Platz, Johannes-Platz. Ja, dann fängt er wieder an zu melden. Ja, das ist der Nachteil, wenn die keinen Strom machen. Ohne Strom läuft nichts. Nein, hätte wie die eine Dieselantrieb gebraucht. Bist du? Kommst du noch mit über die Phase rüber? Sofort behoben. Nee, schaffe ich nicht mehr. Ja, möchte ich. Uah. Der braucht eine Weile, der KT. Jetzt fängt er wieder an, mehr die Meldung zu bringen. Ja, Schellingstraße. Ja, genau. Nee, genau. Also, hier sind am Schwabenort, da vorne ist ja noch Schluss, ne? Was? Da ist so eine Fußgängerzone rein. Ich kann bloß sagen, da wird eventuell demnächst es weitergehen. Ja, jetzt musst du den Leuten aber auch sagen, warum. Ja? Also, ist das jetzt irgendwie ein Beta-Tester oder wirkst du da jetzt mit bei dem Projekt oder so? Das habe ich jetzt vorhin nicht ganz verstanden gehabt. Du hattest das zwar irgendwas gesagt gehabt. Und du weißt, ich höre ja immer nur mit meinem Ohr zu. Ja, ich weiß. Hasus? Was? Ich habe gerade gesagt, du wirkst jetzt hier mit oder wie? Ja. Du bist Beta-Tester oder sowas? Keine Ahnung. Gelegentlich. Gelegentlich. Ja. Wirkst du mit oder bist du gelegentlich Beta-Tester? Beides, okay. Ja, wird man früher oder später. Wir haben es verstanden. Na, jetzt ist aufgenommen. Ja, aufgenommen ist aufgenommen. Kannst du nicht mehr löschen. Wenn du das Titelbild beim Startbild. Richtig, also im Titelbild steht Phasus definitiv mit drin. Also von daher ist er auch offiziell halt mit in dem Projekt hier irgendwie mit drin. Ja, was soll die blöde Frage? Also muss man sagen, eigentlich ist Phasus einer, der hat viele Karten. Alte Waldbahn. Victor Minga. Woran arbeitest du noch? Straßenbahn Forsthausen nicht, ne? Nein. Nee, das ist ja dein. Das ist ja dein. Schade, wa? Ja, ist ja noch nicht überwachsen. Ah, ja, ich muss sagen, so, mir fehlt die Zeit dafür. Ich würde so gerne weiter bauen, wenn ich mal so richtig Zeit hätte, so, ja. Ja, die alte Waldbahn. Ja, bis dahin ist irgendein anderes Köpenick-Projekt wahrscheinlich schon längst da. Wahrscheinlich. Aber an meine kommt sowieso keiner ran. An diese großartige Qualität kommt keiner ran. Ja. Na, ich freue mich ja schon, wenn Willi irgendwann mal schöne Weide fertig hat.
Es wird noch eine Weile dauern. Aber bis dahin ist der Lotus vielleicht dann fertig. Fertig werden, bevor der BR in Betrieb geht. Der geht jetzt aber. Also nimm den Mund nicht zu voll. Ab Oktober. Ja. Ja. Oktober. Damit kannst du jetzt nicht mehr punkten. Jetzt ist vorbei, ja. Das ist aus, die Ausrede. Jetzt, angesagt im Oktober, sagen wir mal so. Ja, gut, wenn jetzt. Na, jetzt sind ja schon, ich sag mal, sogenannte Beta-Tests jetzt laufen gerade. Wo sie doch jetzt hier diese Statisten doch jetzt da jetzt alle hinbestellen, um Probeflüge zu machen. Wenn ich mal so sehe, ich bin Adikari, bin ich ja schon rein. Ja, da kommt ein Fasus angerollt. Und der Bord muss ein Stück runter zum Tierpark, Grashaus. Das ist schon eine schöne Weile. Boah, das wäre natürlich geil. Und wenn du denn noch so den schönen Abzweck da machst, baust du eigentlich da unten den Betriebshof damit ein? Na, Leberstraße, das ist kein Betriebshof, das ist eine Abstellanlage. Ja, jetzt. Früher war es ein Betriebshof gewesen. Viel, viel früher. Viel, viel früher. Vom Krieg. Hobby, ich glaube, du hast Vater, oder? Du verlangst immer mehr von mir, wa? Du bist mindestens der Einzige, der mindestens in diese Richtung jetzt baut, der auch wirklich baut und nicht erst alle halbe Jahre mal ein Bild postet hier und dann sagt, oh, ich habe hier was gebaut. Weißt du? Ja, wir gucken uns nachher erstmal die Herzbergstraße und Siegfriedstraße an, was du denn sagst. Ja. Da bin ich aber gespannt. Weil das ist ja jetzt fertig, das letzte Video, was ich mir halt mir heute angeguckt noch mal. Wo ihr vom Betrieb zur Pflicht mal gestartet seid, da war ja noch alle Freifläche. Alle Jahre wieder, lang doch in ein Bild kommt. Und das war am 24. April. Ja, da kommt Kollege. So, Hobby ist da. Wir fahren nach rechts, oder was? Ja, wir fahren rechts, wenn er schnell bist. Das schaffe ich nicht mehr. Oh, sag mal. Ja, das ist eine viele Ampelphase hier, wo echt nur ein Fahrzeug rüberkommt hier. Ja, musst du dich. Wenn du schnell bist, kommen auch zwei Fahrzeuge rüber. Aber nee, ich fahr dich schon bei Dunkelgelb rüber. Wie fahrst du sagst, Orange? Das ist jetzt nicht so agil, das war mir klar. Ich bin jetzt übrigens rausgegangen, weil ihr bei mir ja ausgeht. Ich gar nichts mehr gemacht habe. Ohne Strom, ohne Strom. Moor. Yeah. Hobby in seinem Düsseldorf-Fahrzeug. Ja, ein schickes Fahrzeug, ich kann sie nicht mehr schicken. Ich sag doch gar nichts. Meine Güte. Ah, ja. Ich habe zwei Kuchen sogar. Eine kleine Süße, oh. Hast du gehört, wie süß? Ja, ja. Das Ding ist, mein Omsi hat jetzt bis vor kurzem noch einen Bug gehabt. Da haben die Fußgängerampeln immer dieses komische Geräusch immer abgespielt. Dann, weißt du, diese blinden Geräusche, das klingt genauso. Klack, klack, die gibt's hier auch schon eingebaut an der St. Veitstraße. Ja, das ist für die Straßenbahn, das ist für die auch die DB-Gleise. Oh, willst du auch nochmal, wollte gerade sagen, musst du auch nochmal hier grün jetzt oder krieg Fahrt? Hobby, grün, bist du eigentlich hin? Gar nicht, ich folge euch in danach, oft unauffällig. Bitte nicht putzig, ein KTP. Ara, nee, das ist wieder, was ist hier? Was? Heilnauplatz hier. Genau, das ist der zentrale Umsteigpunkt. Oh. Das hier wird später sehr dichter Takt sein. Wer bimmelt da wieder so behindert? So, also jetzt fahren wir hier in die Wendeschleife rein, ne? Oh, gerade mal. Bimmel mal bitte nochmal kurz, Bio. Du bimmelst ziemlich aggressiv. Danke. Das ist ja ein Bug gewesen. So, jetzt fahren wir gleich links hier rein. Ach so, in die Wendeschleife. Ja. Nee, ist keine Wendeschleife. War das nicht früher mal eine Wendeschleife? Ja, du kannst es auch als Wendeschleife nutzen, aber wir nutzen es, um in Richtung Max Weber zu kommen. Ach so. Erhalten und Platz Ost ist ja nur in Richtung, also nur aus Max-Weber-Platz kommt Zeltstelle angelegt. Deshalb fahren wir hier die Ehrenrunde. Sehr interessant. Da wenigstens haben wir einen, der sich hier auskennt. Ja. So. An was ist der Bunga? Da die alle so. Lass die Gruppe erstmal. So. Jetzt Attacke. Voll durch. Du bist zu langsam. Jetzt geht gleich Chef. Oh, da war nicht mal eine Gelbphase gewesen. Egal, über Rot hier. Einmal eine Ehrenrunde, was so schön ist.
Der dreht sich schon im Kreis. Oder am Rad. Hm. Ah ja, das Wendeplatz für den Bus, definitiv. Das sieht man doch schon von Weitem, dass das hier schon, dass hier Bus fahren soll irgendwann. Ja, das ist das. Ich glaube, da ist noch keine Buslinie geplant, aber kann ich ja mal mit in die Runde einwerfen. Ja. Kannst ja dein Chef fragen, Dr. Black Aero. Max Weber Platz. Ach so, da kommt ihr wieder raus, der in der Wasser. Bitte alle aussteigen. Den Geheimgang kannte ich auch noch nicht. 21 in Richtung Schwabing. Ich mach's selbst aus. Wer spricht hier an sein eigentlich? Das ist der Garfield. Garfield, okay. Der mag immer Lasagne. Was? Der mag immer Lasagne? Ja, Garfield. Okay, ich verstehe. Ich habe gerade überlegt, so, okay, Garfield, der schon so bekannt ist, dass er immer Lasagne isst. Irgendwas verpasst? Gibt da schon von BVG schon eine Lasagne? Muss man aber sagen, eigentlich relativ cool eingesprochen, ne? Also. Ja, das würde ich auch mal den Geheimgang machen. Und auch für die Folgen merkt ja keiner. Weiß bloß nicht. Mensch, wer ist denn hier in der Abschaltung? Wer war hier dran? War das Niklas oder war das Tim? Also einer von beiden. Ich tippe hier mal auf Tim. Ja, Niklas oder Tim, einer von beiden. Schön, dass ihr alle schon per Du seid hier. Ja. Außer Bio, ja nicht. Ich bin der Außenseiter. Außenseiter spitzen. Das Ding ist aber, somit bin ich immer unerreichbar. Ja. Ich kann mir keiner vorwerfen, dass ich mich hier irgendwie bezahlen lasse von irgendwem. Ist nicht. Ja. Ich auch nicht, dann hätte ich genug Geld. Also alle Tests sind hier total 100% neutral. Wie sagt man bitte? Neutral, genau. Mhm. Jo, guck mal, wenn du dann rüberfährst, wollen wir nochmal zurückfahren? Da, nee, ich glaube nicht, weil die Folge ist jetzt nämlich schon über eine halbe Stunde lang. Ja, da ist so ein kleiner Stau, also yes. Die Rückfahrt wird gelegentlich vielleicht ein paar Minuten länger dauern. Ja, mit ein paar Minuten Verspätung meinst du? Ja. Großartig. Also, die wurden nicht bezahlt, dass man die Karte gut redet. Nö. Ja, das kostet aber dann was. Man müsste sich aber sowieso mal hinsetzen und vielleicht können wir das mal machen, vielleicht zum Ende des Jahres irgendwie. Einfach mal so ein paar Mod-Karten nehmen und dann mal wirklich mal so richtig schön auswerten, welche Karte. Ja, finde ich auch gut, so AB ein Preis. Die schönste Karte für 2020. Ja, dann müsste man sich vielleicht nochmal so überlegen, was man da vielleicht als Preis dann auch wirklich nehmen kann. Weil ich finde schon, sowas kann man denn auch mal wirklich machen, denn. Meet. Ah ja. Vielleicht auch so eine Art Community-Aktion. Oh, ich habe einen Fehler gefunden hier im KT. Wenn ich nach links gucken möchte, sehe ich die Tür. Ich will aber links aus dem Fenster gucken. Was du alles möchtest. Viel zu viel. Ich verlange viel zu viel. Ich möchte nur links aus dem Fenster gucken. Das ist viel zu viel verlangt. Ja, dann kann ich ja BLV gleich wieder hier Statement geben. B, Schnuckelchen, du hast wieder Arbeit. Engelchen, da ich weiß. Nicht sehr schön, wie du da alles sagst. Oh, ich falle nach links. Dann bist du falsch gefahren, du musst nach rechts. Bam, bam, bam. Toll, jetzt ist hinter mir ein Auto. Ja. Ganz schlecht. Ja. Dann fahre ich weiter. Kannst du aber schieben. Hast du jetzt wirklich die perfekte Route gewählt? Du musst jetzt wohl bis Willibald fahren. Ging das nicht hier rum irgendwie? Es ging doch hier nochmal rum, oder? Nee, du kommst nicht mehr rum. Ach, haben sie... Ist weg, ja? Aus der Richtung kommst du nicht mehr rum, aber dann fahren wir bis Willibald, das ist kein Problem. Dann siehst du die Ampel, oder die Ampel, die Schranke auch nochmal. Naja. So, dann... Muss ich wieder umschildern, wa? Ja, dann schilder irgendwie, weiß ich nicht, Fahrschule, passt zu dir. Naja, wie ist es gut? Fahrschule 914. Was, 949? 914. Achso, ist falsches Ziel. 914. Mein Gott, gib mir doch hier.
Nein, gib mir das. Oh, Alter. 914, sagt er. Ja. 14. Ja, 914. Ja. Fahrschule. Ah, hier ist ja gerade drei Spuren. Sehr interessant. Interessant, ja. Bock. Also das, dass das auch noch nicht immer so, so 100% laut war, das ist auch ein bisschen eigenartig. Ja. Dass der hintere Teil immer dann aus den Gleisen springt dann immer. Mhm. Genau, Hobby, weißt du, jetzt fährt er hier auch noch vor hier. Nee. Du? Warum ich? Ah nee, doch, du bist doch du. Du fährst doch hier Hobby, mit dem... Hobby, du hast gar keine Fahrt gehabt. Hobby fährt ohne Signal einfach durch. Was ist denn das? Jemand ist? Ach so, ich bin. Von wo kam er denn? Kam er jetzt von hinter mir oder kam er jetzt von der rechten Seite? Er kam von der rechten Seite, er ist über den Johannesplatz gefahren. Achso, da kommt man. Da wo raus. Du eigentlich enden solltest. Achso. Er ist an dir vorbeigefahren. Aha. Achso, ich wusste ja nicht, wo man genau rauskommt. So, da wo Fahrschule sind, können wir durchfahren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu lang jetzt. Ja. Na, jetzt kommt Prinz Eugen Park, dann kommt ein Haltestelle, der Namen ich vergessen habe. Dann kommt Willibaldplatz. Aber ich glaube, die sind wir schon mal lang gefahren, ne? Die hatten wir doch auch schon mal gesehen. Ja, die sind wir auch schon mal lang gefahren, ja. Ja. Das war letzte Tour, war das hier. Genau, genau, genau. Aber jetzt kommt gleich die Bauampel. Das ist nicht die Ampel, sondern das ist halt die Schranke. Ja, wo ich gerade. Ich sage immer Ampel, weil es halt in Form einer Ampelschaltung auch aufgebaut ist. Was man auch bei der Karte hoch anrechnen muss, ja, die läuft gut, ne? Auch im Multiplayer. So, jetzt seid ihr BDR-Nummer vor mir, also sprich, Lotus muss jetzt eure Fahrzeuge jetzt mit. Ich meine, wir reden hier nicht von 60 FPS, okay. Aber wir sind auf jeden Fall schon deutlich über 30 FPS. So, wenn du jetzt mal guckst, ist die Bauschranke offen für mich. Nee, ich sehe es ja nicht, weil vor mir steht ein Düsseldorfer Fahrzeug. So. Muss man da irgendeinen Knopf drücken? Nein. Anforderung, abwarten. Ach so. Ja. Ach, die Schranke. Was? Die Schranke, wer hat die eigentlich gebaut? Ich glaube, das war Niklas. Ach so, nee, gebaut hat die, glaube ich, dein Freund. Ah, okay. Pum, pum, pum. Steht gar kein Ufer drauf. Nee, da war kein Geld dafür. Die geht wieder auf, aber die Auto fahren trotzdem weiter. Ja, Hobby, du hast ja trotzdem noch eine Ampel, wo du drauf achten musst. Ja, achso, das kennt dann in Stuttgart natürlich nicht ab. Stuttgart gibt's keine Ampeln. Nee. Bei uns sehen die Ampeln anders aus. Ah, fantastisch. Erstmal gleich wieder schön in den Rind gewirkt hier nochmal zum Abschluss. Ja, die Ampel haben wir zwar auch, aber auch andere Ampel, wo gelb, grün und rot ist. Los, kann Bio auch mal die Türen öffnen. Er ist nie befordert. Ich kann noch Punkt. Oh, ja genau, geh vor mir zu. Du hast aber schon gesehen, dass du eine Ampel hast. Naja, ne? Ich hatte noch Punkt. Da wollte ich natürlich dann durchziehen, ne? Die Schranke ist gerade aufgegangen, ich hatte noch Punkt, da wollte ich durchziehen, hinter Hobby her. Das sieht man ja auch nicht durch. Also, natürlich, ja. Natürlich. Berlin ist bei Gelb nach durchziehen. Hallo? Das ist wie Grün. Das Berliner Grün. So. Okay, die Haltestelle ist natürlich auch ein bisschen unscheinbar hier, ne? Das ist natürlich. Wie heißt sie? Ammerseestraße. Ach, Ammerseestraße, ja. Amazon. Amazon. Was? Er hat auch immer bloß Versandhandel im Kopf, wa? Ja. Ja, ja. Die Ampel geht nicht.
die ist außer Betrieb. Das auch, ne? Kannst rumfahren. Ich soll ja auf Ampel warten, dann geht sie doch nicht. Ja, ja, wenn da steht, die ist außer Betrieb, dann ist sie wohl außer Betrieb, oder was? So, und hier war letzte Mal, wo wir doch wechseln mussten, ne? Also dann rückwärts rausfahren mussten. Ja, nein, das ist die falsche, andere. Falsche Endstelle. Achso, okay. Das ist am Parsifaldplatz. So am Parsifald. Fahrst du, fährst du dir einmal um die Schleife herum? Sieht auch interessant aus hier, ja. Aber das ist cool geworden hier. Ich hab die Gleisanlagen am Parsifaldplatz benutzt. Fahrst du, mach eine Ehrenrunde auch schön. Ich bin eine Pressefahrt. Eine Pressefahrt, einmal im Kreis fahren. Das ist nicht Bandierendlinie. Ja. Aber ich würde sagen, da haben wir jetzt erstmal einen schönen Teil der Karte gesehen. Ne? Der einzige Ast, der uns jetzt fehlt, das wäre ab Hanauer, wären jetzt zwei Haltestellen runter bis Parsifal, aber da können wir auch noch beim nächsten Mal langfahren. Genau, und wenn du ja sagst, dass ja sowieso demnächst ein neues Update erscheint, dann. Naja, demnächst, also es gibt halt keinen festen Zeitplan für die Karte. Mhm. Dauert so lange, bis es fertig ist. Ich würde mich da auch nicht unter Druck setzen lassen oder sowas. Wenn fertig ist, ist es fertig, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und, genau. Genauso sollte man das Ganze dementsprechend angehen. Ja, fahr mal ein Stück vor mit dem Zug, damit ich ein Bild machen kann noch. Dann war es auf jeden Fall mit dem neuen Update von Victor Minger. Ihr habt gesehen, wie gesagt, jetzt auch KI-Fahrzeuge. Ihr könnt das Ganze natürlich im Multiplayer fahren und ihr könnt sie bereits runterladen, wenn ihr möchtet. Kostet. Wenn ihr die Karte noch nicht kennt, dann unbedingt mal anschauen. Die hatten ein paar Linien, drin. So, genug? Vorwärts, nicht rückwärts. Ach so, vorwärts. bedanken wir uns natürlich, dass ihr dabei wart und würden uns natürlich freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet hier zu einer weiteren Folge Lotus. Wir wechseln mal wieder nach Berlin zurück. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.